Hi, my name is Groot und heute geht's um Record Pools. Bei der Macht von Grayskull. Gold all in my chain, gold all in my ring, gold all in my watch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den DJ Bros. Mein Name ist Armin aka John Shaft. Und heute haben wir einen weiteren Teil, also den dritten Teil unserer Record Pool Testreihe. Wir haben ja schon DJ City und BPM Supreme vorgestellt. Und heute geht es um einen Record Pool, der in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Und zwar Heavy Hits. Ja, und für wen der Record Pool das Richtige ist, was seine Vor- und Nachteile sind und natürlich auch, wie er sich im Vergleich zu DJ City und BPM Supreme schlägt, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ihr könnt bei Heavy Hits zwischen jährlicher und monatlicher Mitgliedschaft wählen. Monatsabo kostet 24,95 und im Jahresabo spart ihr euch $50, weil ihr da nur auf 249 kommt. Einen Couponcode für den ersten Monat haben wir euch im Blogbeitrag eingefügt und Zahlungsmethoden sind entweder Kreditkarte oder PayPal. Auf der Hauptseite von Heavy Hits seht ihr oben, ähnlich wie bei DJ City, ein Banner, das andauernd wechselt mit exklusiven Playlists zum Beispiel. Darunter seht ihr, dass zum Beispiel diese Woche 310 Tracks hochgeladen wurden. Exclusive Tracks gibt es ungefähr 3500 und insgesamt hat Heavy Hits knapp 44.000 Lieder. Man kann auch wieder zwischen Day Mode und Night Mode wählen, wobei mir der Night Mode sehr viel besser gefällt. Was es mit dem Button daneben auf sich hat, zeige ich euch gleich noch. Darunter findet ihr die Suchfunktion, die überragend gut ist, weil ihr könnt nicht nur Artist, Titel oder Tag auswählen, sondern zwischen verschiedenen Genres auswählen. Verschiedene Versionen, also zum Beispiel A Cappella, Instrumental oder, was ich überragend finde, gerade für Remixes oder ähnliches, die Tonart des Tracks wählen. Verschiedene BPM-Sektionen und hier Decades, also zum Beispiel 60er, 70er, 80er, 90er auswählen, wenn ihr irgendwelche alten Lieder haben wollt. Bei Heavy Hits könnt ihr auch mit Tags suchen, also mit dem Tag German zum Beispiel findet ihr nur deutsche Tracks. Unter dem großen Banner habt ihr dann verschiedene Playlists, zeige ich euch gleich noch. Dann rechts neueste Blog-Einträge, da kommen wir später auch noch drauf. Und dann wie DJ City oder BPM Supreme auch Heavy Picks oder die Heaviest Hits, also die Charts von dieser Woche. In der Mitte findet ihr dann die neuesten Uploads, also die New Releases, die erst vor kurzem veröffentlicht wurden. Und bei jedem Track könnt ihr filtern bzw. auswählen und es wird angezeigt die BPM, die Tonart, dann natürlich, wenn ihr auf den Button klickt, die verschiedenen Versionen. Das Jahr, in dem der Track veröffentlicht wurde, was ich ganz cool finde. Die Tags, unter denen man den Track finden würde. Und was ich ziemlich geil finde, die Related Tracks. Also da sieht man dann alle Versionen, die es von dem Lied auf Heavy Hits gibt. Zum Beispiel irgendwelche Remixes. Kann man hier, ohne ein neues Fenster öffnen zu müssen, anzeigen. Eine weitere ziemlich nützliche Funktion von Heavy Hits sind die Playlists. Also da sieht man, es gibt immer Featured Playlists, zum Beispiel Heavy Dancehall. Was ich auch extrem cool finde, sind diese Effekte, wenn man über das Cover die Maus bewegt. Aber wie ihr seht, es gibt Weekend Weapons, es gibt Staff und Guest Picks, also von irgendwelchen DJs. Oder Warm-Up House, also irgendwelche Genres, Exclusives. Dann gibt es Podcasts, ähnlich wie bei DJ City, von verschiedenen DJs. Essentials, zum Beispiel verschiedene Genres, also Latin Pop, 80s Hip Hop, 90s Hip Hop gibt es immer. Best of verschiedene Künstler, was ich auch richtig geil finde. Zum Beispiel, wenn du suchen willst, die besten Lieder von Chris Brown, hast du hier alles in einer Playlist. Dann Charts, alle möglichen Charts, die ihr euch vorstellen könnt: Billboard Charts, Streaming Charts, Shazam Charts, International, auch sehr interessant. Also alle Lieder, die aus verschiedenen Nationen kommen, zum Beispiel German Essentials, Dutch, K-Pop oder ja, alles mögliche von One-Hit-Wonders über Muttertagslieder. Wenn man zum Beispiel auf German Essentials geht, steht oben immer ein Text und dann halt die Tracks, die irgendein DJ damit reingepackt hat. Und man sieht, also für das, dass es ein Record Pool aus New York ist, sind schon relativ coole Lieder mit drin, beziehungsweise wichtige Lieder, die man unbedingt haben muss, wenn man Deutschrap spielen möchte. Ja, Heavy Hits hat auch einen eigenen Blog und da sind die Themen wirklich vielfältig, also von Serato über Produktionsthemen wie Just Blaze Makes a Beat, also so Beat-Produktionen, oder ja, Serato DJ Pro oder ähnlich wie wir es immer machen, zum Beispiel 6 Gründe, warum du nicht gebucht wirst. Also könnt ihr euch definitiv mal durchschauen, sind interessante Themen und Blog-Einträge dabei. Ja, bei den New Releases, das sieht man wie auf der Anfangsseite auch schon, die neuesten Veröffentlichungen.
Was ich aber in Heavy Hits richtig cool finde, ist, dass jedes Genre eine unterschiedliche Farbe hat. Also ihr seht zum Beispiel, Hip-Hop, R&B, also Urban-Lieder, sind in Rot gekennzeichnet und die auf der kompletten Seite. Also ihr seht hier links, wenn ihr Rot seht, wisst ihr, dass es Urban-Lieder sind, auch bei den Heavy Picks unten. Oder wenn man zum Beispiel hier, Shirin David ist so hellblau, bedeutet, dass es ein International-Lied ist, also kein amerikanisches Lied. Und so könnt ihr auf der kompletten Seite immer sofort sehen, welches Genre ihr möchtet. Wie jeder Record Pool hat Heavy Hits natürlich auch einen Chartbereich. Also ihr könnt wöchentliche, monatliche, Quartals- und Jahrescharts auswählen. Auch hier natürlich, wie gerade schon angesprochen, die Farbgebung. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Smartphone unterwegs seid, könnt ihr die Lieder in die Crates laden, also in euer Crate, und dann anschließend am PC runterladen. Auch die Wiedergabefunktion hat Heavy Hits richtig cool gelöst. Also wenn ihr draufdrückt auf ein Lied, kommt unten so ein Balken mit der Anzeige, was es für ein Lied ist und für ein Remix. Verschiedene Versionen, hier gibt es nur eine Clean-Version. Und bei der Waveform könnt ihr eben vorspulen, wenn ihr kurz vor dem Drop zum Beispiel hinspringen wollt. Auch sehr geil gelöst und wie ihr seht, auch ziemlich flott. Auf der rechten Seite habt ihr dann den Button für den Download und Add to Crate, also dass ihr das in euren Ordner hinzufügen könnt. Ich habe jetzt einen Track zum Beispiel hinzugefügt und da seht ihr, ganz oben erscheint dieser Track dann auch. Im Gegensatz zu der DJ City Seite wird hier die Wiedergabe, wie ihr seht, fortgesetzt, egal auf welche Seite ihr springt. Also ihr könnt das Lied weiterhören und trotzdem mal ein bisschen die Seite durchforsten. Ja, das war es jetzt erstmal mit der Vorstellung der Seite und ich werde euch jetzt ein kurzes Fazit geben. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass ich von dem Record Pool Heavy Hits extremst positiv überrascht war. Ich dachte zuerst, es ist ja noch ein unbekannter Record Pool, der sich jetzt langsam mal etablieren will, nicht zu viel Lieder bieten kann. Aber da wurde ich eines anderen belehrt. Also die Musikauswahl ist überragend. Es gibt, anders als bei DJ City, auch alte Lieder. Man kann ja auch nach den Decades sortieren. Das bedeutet, man kann auch nach 60ern, 70ern, 80ern suchen. Von den alten Tracks gibt es auch wirklich gute Remixes, Blends, Mashups, auch teilweise mit neuen Liedern gepaart. Auch von Deutschrap war ich positiv überrascht, weil nicht, dass es wirklich viele Deutschrap-Tracks gibt, sondern auch sehr, sehr viele Remixes, die ich jetzt so bei DJ City nicht gesehen habe. Die Exclusive-Tracks sind alle wirklich sehr, sehr gut produziert. Das hat mich ja bei BPM Supreme ein bisschen enttäuscht. Die Seite ist nur bei der ersten Anwendung bzw. beim ersten Besuch ein bisschen unübersichtlich, aber wenn man sich mal zurechtgefunden hat, dann sieht man, dass alles an seinem Platz ist. Grafisch ist oder bzw. designtechnisch ist die Seite überragend. Ihr habt gesehen, bei den Playlist-Covers gibt es auch immer so ein Effekt, was ich sehr ansprechend finde. Und ja, für Rock-DJs würde ich jetzt mal sagen, ist BPM Supreme dann eher geeignet. Da gibt es bei Heavy Hits nicht ganz so viel. Aber wer im Urban- und Elektro-Bereich oder im Latin-Bereich zu Hause ist, für den ist Heavy Hits auf jeden Fall das Richtige. Nachteile könnte man nennen, dass es keine mobile App gibt. Wobei bei Heavy Hits auf der mobilen Seite, also wenn man über Smartphone zum Beispiel auf die Seite geht, kann man trotzdem alles in die Crates schon mal reinpacken und am PC dann runterladen. Das finde ich schon mal eine coole Funktion. Also braucht man im Prinzip keine mobile App. Und was mich ein bisschen stört, das ist so der einzige Kritikpunkt, ist, dass mal die Crates, also wenn du die Lieder in die Crates geladen hast, dass man die nicht als eine ZIP-Datei runterladen kann, sondern alle einzeln anklicken muss. Aber sonst bin ich wirklich positiv überrascht. Bei mir persönlich wird auch Heavy Hits DJ City ablösen. Also wir haben ja 3 Monate kostenlos von den Jungs von Heavy Hits bekommen, um mal das Review zu machen. Aber ich werde danach definitiv Mitglied bleiben und mir ein Abo zulegen. Im Blog-Eintrag habe ich euch auch einen Discount-Code hingeschrieben, mit dem ihr unter 10 Euro mal einen Monat testen könnt. Das würde ich definitiv mal machen. Also von mir gibt es eine klare Empfehlung. Für mich momentan der beste Record Pool, den es in Deutschland gibt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, schreibt uns. Und ich hoffe, dass ihr uns in den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram, Twitter und natürlich unseren YouTube-Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann, peace.